Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Flüchtlinge besetzen Thomaskirche, Karstadt-Mitarbeiter fürchten um ihre Arbeitsplätze und das Wetter, das Wochenende wird verregnet. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 12. September. Kirche besetzt. Flüchtlinge und ihre Unterstützer haben in der Nacht zum Freitag die evangelische Thomaskirche am Marianenplatz besetzt. Zu Zwischenfällen kam es aber nicht. Zu einem Einschreiten bestehe kein Anlass, meint die Polizei, weil die Kirchengemeinde keine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt habe. In einer Presseerklärung teilten die Besetzer mit, in der Kirche bleiben zu wollen. Um wie viele es sich handelt, blieb unklar. Die Flüchtlinge sprachen von 120, Augenzeugen von mehreren Dutzend Besetzern. Unterdessen will die Gemeinde der Thomaskirche die Besetzung durch Flüchtlinge nicht weiter hinnehmen. Was sie jedoch unternehmen will, wurde nicht bekannt. Innensenator will durchgreifen. Angesichts der neuerlichen Kriminalitätsstatistik hat Innensenator Frank Henkel ein härteres Vorgehen gegen linksextreme Gewalt angekündigt. Nach Zahlen der Innenverwaltung habe die Gewalt von links im ersten Halbjahr dieses Jahres um 68% zugenommen. Von 565 auf 724 Fälle. Auch Straftaten durch rechte Täter hätten zugenommen. Von 657 auf 700. Henkel erklärte, in unserer Stadt ist kein Platz für Hass, Intoleranz und Gewalt. Deshalb müssen wir jede Form von Extremismus mit aller Macht bekämpfen. Egal, ob es sich um Links-, Rechts- oder Ausländerextremismus handelt. Die Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität zeigen, dass die Herausforderung für unsere Demokratie groß bleibt. Zentralrat äußert sich besorgt. Der Zentralrat der Juden hat antisemitische Tendenzen in Deutschland kritisiert. Wir Juden haben einen schwierigen Sommer hinter uns, sagte sein Vorsitzender Dieter Graumann am Freitag im Radio. Es seien Dinge passiert, von denen wir dachten, sie seien heute in Deutschland gar nicht mehr möglich. Bei Demonstrationen in Deutschland gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen war es im Sommer wiederholt zu judenfeindlichen Äußerungen gekommen. An diesem Sonntag findet vor dem Brandenburger Tor eine Demonstration unter dem Motto »Steh auf, nie wieder Judenhass« statt. Zu der Demonstration werden auch Bundespräsident Joachim Gauck, Kanzlerin Angela Merkel, SPD-Chef Sigmar Gabriel und Vertreter anderer Religionen erwartet. Grundsteinlegung für neue Rettungsstelle. Der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit hat die Grundsteinlegung für eine neue Rettungsstelle der Charité als wichtigen Schritt in Richtung Zukunft bezeichnet. Sie gewinne damit weiter an Wettbewerbsfähigkeit und werde ihre Position als Leuchtturm der Berliner Gesundheitswirtschaft behaupten, sagte Wowereit am Freitag. Und wir sehen auch, dass das Hochhaus, das Bettenhochhaus auch unter Rekonstruktion steht. Und das wird insgesamt eine riesige Investition sein, die Arbeitsbedingungen und die Voraussetzungen für herausragende Forschung und Medizinleistung natürlich schaffen. Sorge um Arbeitsplätze. Der Aufsichtsrat der angeschlagenen Warenhauskette Karstadt hat eine umfassende Sanierung des Unternehmens angekündigt. Das Management bereitet die Mitarbeiter auf harte Einschnitte vor. Auch die Schließung defizitärer Filialen werde nicht ausgeschlossen. Konkrete Entscheidungen über Standorte seien aber noch nicht gefallen, hieß es im Anschluss an einer Aufsichtsratssitzung in Essen. Nachdem die in den vergangenen Jahren verfolgte Strategie wirtschaftlich fehlgeschlagen sei, sei ein solcher Schritt zwingend. Der Aufsichtsrat will am 23. Oktober zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommen. Die Pläne sollten auch mit den Arbeitnehmergremien und den Gewerkschaften verhandelt werden. Einschränkungen bei der S-Bahn. Am Wochenende ist der Flughafen Schönefeld mit der S-Bahn wegen Bauarbeiten nicht erreichbar. Zwischen Schöneweide und Baumschulenweg setzt die S-Bahn von Freitagabend bis Montagmorgen Busse ein. Fahrgäste aus der Innenstadt sollten auf die Regionalbahn ausweichen. Auch zwischen Erkner und Köpenick sowie Rahnsdorf und Köpenick fahren am Wochenende Busse. Bis zum 29. September sind zudem von Samstag an die Regionalbahnlinien 1, RB 21, RB 22 zwischen Potsdam und Wannsee unterbrochen. Auch der Halt in Charlottenburg entfällt. Hier empfiehlt die Bahn das Umsteigen auf die S-Bahn. Studie vorgestellt. Fehlende Informationen, unverständliche Angaben, zu kleine Schrift.
Die gegenwärtige Kennzeichnung von Lebensmitteln lässt Kunden oftmals ratlos zurück. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung, die das Meinungsforschungsinstitut TNS Emnet in Auftrag der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch durchgeführt hat. 3/4 der Befragten halten es demnach für schwierig, die Qualität von Lebensmitteln anhand der Angaben auf der Verpackung richtig zu beurteilen. 69% wünschten sich mehr Informationen über die Produkte direkt auf den Etiketten. Rund 9 von 10 Bundesbürgern halten beispielsweise eine Angabe zur Herkunft der wichtigsten Zutaten für wichtig. Eine solche Kennzeichnung fehlt bislang auf den meisten Lebensmitteln, da sie nicht verpflichtend vorgeschrieben ist. Für die Umfrage wurden übrigens 1005 Bundesbürger befragt. Classic Day auf der Rennbahn Hoppegarten. Am 20. September ist Classic Day in Hoppegarten. Mit Pferdestärken auf 4 Beinen und 4 Rädern. Neben schnellen Vollblütern erwartet die Besucher an diesem Tag auch eine Ausstellung klassischer Fahrzeuge. Oldtimer-Classics und Kutschen vergangener Zeiten sind zu bestaunen. Im Hauptrennen, dem BBAG-Auktionsrennen über 1400 Meter gerade Bahn, jagen die Vollblüter wieder nur eine Armlänge an den Zuschauern vorbei. Außerdem treten im Wertungslauf des Fortune World Cup of Nations gesandte Amateurrennreiter als Repräsentanten verschiedener Länder gegeneinander an. Und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es dicht bewölkt, aber in weiten Teilen trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 16 Grad. Am Samstag liegt die Regenwahrscheinlichkeit den ganzen Tag über bei 80%. Dichte Wolken ziehen am Hauptstadthimmel entlang. Ab und an kommt aber auch mal die Sonne durch. Dann steigt das Quecksilber auch auf 22 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Am Sonntag muss noch vermehrt mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen liegen bei 22 Grad. Ab Montag aber wird es wieder deutlich freundlicher mit Tageshöchstwerten um die 24 Grad. Ja, und das waren sie, die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis Montag.